Heute sprechen wir über Literatur. Nein, nicht über dich. Geh du mal lieber zurück wieder in Alpcast Episode 32. Ich möchte euch heute eine fast schon antike Form der Bergsportrecherche näher bringen, die euch aber jedenfalls eine große Hilfe in jeder Hinsicht sein wird. Schauen wir uns also heute die wichtigsten Bücher zum Thema Bergsport an. Zu Beginn sprechen wir über das, was uns alle im Leben wirklich am meisten beschäftigt. Richtig, Geld. Bergsportbücher und vor allem die Führerliteratur sind teilweise richtig happig teuer. Und bei letzteren muss ich an dieser Stelle aber definitiv auch ein gutes Wort für den Preis einlegen. Eigentlich sind solche Bücher fast schon zu billig. Sie wurden in den letzten 20 bis 30 Jahren tatsächlich in Relation zu unserer Kaufkraft billiger. Früher waren Führer deutlich teurer und fast schon Luxus. Die Preise entstehen natürlich deshalb, weil es Kosten im Druck und auch Gewinne geben soll. Aber tatsächlich muss man den Arbeitsaufwand einer Führerliteratur einfach mal genauer erfassen. Es geht darum, die beschriebenen Touren alle zu machen, sie alle zu bewerten und je nach Disziplin auch Fotos und Zeichnungen zu entwickeln. Das ist ein Aufwand über Jahre, denn gerade Kletterführer, aber auch Eiskletterführer oder Skitourenführer sind im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten sehr begrenzt, sodass Einzelpersonen an einer guten Literatur gerne mal 3-4 Jahre oder noch länger sitzen. Aber weil ich gerade schon die alten Bücher und Preise erwähnt habe, fangen wir gleich mal bei diesen alten Schinken an. Sie haben einen unglaublich großen Wert für uns, aber tatsächlich haben sie für uns nur einen indirekten Wert. Denn die neueren Führer, die es heute am Markt gibt, basieren oftmals auf Inspirationen und Ideen aus diesen älteren Büchern. Und hier kann man ruhig auch mal sagen, die Werke sind großartig. Sie sind extrem detailliert beschrieben und sie zeigen ein tolles Bild von der Entwicklung des Alpinismus. Hier geht es nicht um wie viele Bohrhaken pro Seillänge, sondern oftmals nur um die Frage, wo muss ich überhaupt hin? Solche Werke zu besitzen, kann vor allem für die geschichtsinteressierten Bergsteiger unter euch sehr interessant sein. Außerdem sind sie Antiquitäten. Teilweise werden diese Bücher für 300 Euro und mehr verkauft, weil in gutem Zustand fast alle ausgestorben sind. Aber hier die harte Wahrheit. Für uns stellen sie heute eigentlich kaum noch eine praktische Hilfestellung dar. Kaum heißt aber auch nicht gar nicht. Die Probleme mit den alten Werken teilen sich in zwei Kategorien ein. Zum einen das Offensichtliche, die Aktualität. Viele Routen in Büchern aus 1980 und älter wurden beschrieben, eingerichtet, aber nie gewartet oder saniert. Sie sind tote Routen, tote Wege. Das ist traurig, aber vor allem ist es gefährlich. Die Infos in diesen Büchern führen oftmals ins Nirgendwo. Und wenn es ums Klettern geht, können Angaben rein aus solchen Büchern auch richtig gefährlich werden, wenn man beispielsweise nur die im Buch angegebene Ausrüstung dabei hat. Auch der Klimawandel war damals noch anders. Viel Permafrost war noch kompakt und hat deutlich mehr Routen zugelassen, die heute absolut lebensgefährlich wären. Aber natürlich ist davon in diesen Werken keine Rede. Es waren schließlich Bergsteiger und keine Hellseher. Und damit kommen wir zum zweiten Problem, der Einschätzung. Selbst wenn es Routen heute noch gibt, sie wurden damals ganz anders eingeschätzt. Es gab schlechtere Ausrüstung, sodass oftmals Routen schwerer bewertet wurden, als sie heute im Kraft- und Technikaspekt tatsächlich sind. Zum anderen aber hat man früher keine Bohrhaken, sicheren Standplätze mit Kette und Co. gekannt. Das enorme Risiko für das eigene Leben in manchen Routen war damals einfach das bestmögliche Szenario. Die Vorstellungen von diesen Routen haben sich also vollkommen verändert. Eine Tour in einem in den 80er Jahren erschienenen Führer hat Absicherungen alle 15 Meter geboten, wenn überhaupt. Diese Seillängen hatten keine fixen Standplätze, die Schlaghaken waren teilweise fragwürdig. Bewertet wurde die Tour mit 7, eine unfassbare Tour, wenn man darüber nachdenkt. Die Tour aber wurde saniert und ist heute eine 5, denn die Schwierigkeit vom Fels her blieb aber eigentlich gleich. Aber die Haken wurden durch massig Bohrhaken ersetzt, sodass es sich heute um harmlosere Touren für fast jedermann handelt. Aber das kann man allein nicht an diesen Büchern ansatzweise erkennen. Womit wir zur heutigen Literatur kommen. Die Führer der heutigen Zeit orientieren sich, wie gesagt, an den alten Werken. Sie schauen sich alle Routen an und schauen, welche bereits existieren. Manche Verlage richten auch selbst Routen ein oder sanieren alte Klassiker beispielsweise, um sie in ihren Büchern präsentieren zu können. Die größeren Verlage im deutschsprachigen Raum sind beispielsweise der Alpin Verlag oder auch der Rutter Verlag. Beide sind extrem teuer, aber in den Inhalten extrem wertvoll.
Gerade der Alpin Verlag von den Jentsch Brüdern, die auch Bergsteigen.com betreiben und damit das Lexikon-Monopol halten, sind extrem detailliert, immer am neuesten Stand und auch sehr spezifisch in den einzelnen Disziplinen. Da gibt es Klettersteigführer, Skitourenführer, diverse Kletterführer und so weiter. Die Bücher von den genannten Verlagen sind jedenfalls immer eine Kaufempfehlung, wenn es um Führerliteratur geht, denn sie erklären auch in den Büchern immer sehr gut, inwieweit die Touren beschrieben werden, wie sie einzuordnen sind und so weiter. Nun aber sollte man vielleicht für Interessierte unter euch auch über Bücher abseits der Topos und Tourenbeschreibungen sprechen. Die literarischen Werke von Bergsteigern und Legenden sind teilweise nämlich wirklich lohnenswert, wenn es um Horizonterweiterung geht. Die Bücher rund um den Alpinismus können einen im Prinzip nicht viel Technisches lernen, aber vor allem geben sie tolle Inspirationen für eigene mögliche Abenteuer und Vorhaben. Man muss nicht immer gleich mit dem Messner auf dem Nanga Parbat herumlaufen, aber vielleicht mal Pakistan erkunden. Und hier möchte ich an dieser Stelle auch nochmal die ein oder andere Empfehlung abgeben, auch wenn ich jetzt nicht alle Exemplare hier habe, um sie zu zeigen, da ich meinen Bücherbestand immer sehr gerne sehr klein halte und viel tausche und wenig sammle. Also hier noch ein paar einzelne Erfahrungen. Hermann Buhl. Das ist quasi eine Geschichte aus der Vergangenheit, aus der weit zurückliegenden Vergangenheit, mit der man aber wirklich gut darüber was lernen kann, wie Alpinismus eigentlich früher funktioniert hat und wie er sich entwickelt hat und vor allen Dingen, wie die Menschen innerhalb des Alpinismus eigentlich gedacht haben. Das konnte Hermann Buhl extrem gut erzählen. Das Buch 8000 drüber und drunter ist damit eigentlich eine der Top-Bücher, wenn es darum geht, die historische Entwicklung des Alpinismus, auch was das 8000er Bergsteigen betrifft, zu verstehen. Dann haben wir die 7 Second Summits von Hans Kammerlander. Die zweite Reihe mal in die erste Reihe zu holen, das ist wirklich was Schwieriges und Hans Kammerlander hat das aber mit dem Buch, das unter anderem auch über Malik erschienen ist, sehr, sehr gut geschafft. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, die Faszination von einem Mount Everest oder einem Aconcagua oder einem Denali ist natürlich wahnsinnig groß, auch in der breiten Masse. Aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass die 7 Second Summits deutlich spannender sind als die 7 Summits. Hans Kammerlander beschreibt in dem Buch auch sehr, sehr gut, wie schwierig eigentlich die Organisation von unbekannten Expeditionen ist. Von Expeditionen, die kaum einer wirklich kennt oder wo schon mal Ähnliches durchgeführt wurde. Auf der anderen Seite lernt man auch sehr viel über die Demut, die wir Bergsteiger eigentlich mit uns herumtragen sollten, wenn es darum geht, dass man sich irgendwie publizieren oder in der Öffentlichkeit platzieren sollte und möchte und das Ganze will, weil die 7 Second Summits sind dafür gar nicht mal so gut geeignet. Ironischerweise hat es trotzdem für ein Buch gereicht und das finde ich persönlich richtig, richtig gut. Ein Buch, das es meines Wissens auch noch im Taschenbuchformat gibt und nicht nur im Hardcover, ist Cerro Torre Free von David Lama. Das ist ein wirklich, wirklich gutes Buch. Es beschreibt den Werdegang des Alpinisten David Lamas extrem gut. Es zeigt auf, wie David Lama gedacht hat, wie er sich entwickelt hat und was es eigentlich braucht, um vom Kletterer, vor allen Dingen vom Sportkletterer, zum Alpinisten zu werden und vor allen Dingen, was das mit einem selber dann letztlich eigentlich macht. Denn Alpinist werden heißt nicht nur selber Voraussetzungen mitbringen, sondern auch damit leben, dass sich einiges im Leben und vor allen Dingen die Wahrnehmungen über gewisse Dinge sehr, sehr ändern. Das alles hat David Lama unfassbar gut beschrieben. Es ist ein Buch, das mittlerweile, jetzt wo er nicht mehr lebt, fast schon noch wertvoller wurde. Nicht im Geldwert, sondern vor allen Dingen in der Bedeutung für den Alpinismus, für den literarischen Alpinismus. Die Großformate, die kann man natürlich nicht so leicht einfach mal mitnehmen auf den Berg oder auf Reisen. Sie sind aber trotzdem sehr, sehr lohnenswert. Reinhold Messner, Mein Schlüsselberg, Nanga Parbat. Wer etwas über den Nanga Parbat, spezifisch nur über den Nanga Parbat lernen möchte, der braucht dieses Buch. Es ist immens teuer. Es ist teilweise auch signiert von ihm. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig hochwertig. Die Bilder sind einwandfrei und klasse, sind teilweise neu fotografiert worden für das Buch. Es sind teilweise auch alte Fotografien drin. Es sind Fotos von Briefen drin, Fotos, die es so nirgends auf der Welt zu sehen gibt. Keine öffentlichen Fotos, sondern wirklich Einblicke in eine Geschichte einer Erstbesteigung, die unfassbar ist. Und nicht nur die Erstbesteigung ist darin wahnsinnig detailliert aufgearbeitet mit den Dokumenten, den Briefen, den Aufnahmen und so weiter, transkribierte Audioaufnahmen. Das alles ist da drinnen und noch viel mehr, auch vieles, was den Nanga Parbat heute betrifft und gleichzeitig auch vieles, was Reinhold Messner persönlich mit dem Nanga Parbat verbindet. Insofern, wenn man sich für den Nanga Parbat, wenn man sich für die Berge Pakistans, wenn man sich für die 8000er und für Expeditionen interessiert, ist das eigentlich ein Buch, das man haben muss.
Und Reinhold Messner schafft es nochmal ins Großformat, nämlich mit Überlebt. Das ist nicht zu verwechseln mit Überleben. Das ist auch ein Buch von ihm, das vor wenigen Jahren erschienen ist, wo ich sagen muss, das sind dann schon eher Bücher, über die man streiten kann. Überlebt, alle 14.800er von Reinhold Messner, ist aber noch eines der absolut besten Bücher von ihm. Jedenfalls ein sehr, sehr gutes Buch. Es beschreibt extrem gut, wie seine 14.800er eigentlich abliefen, was seine Gedanken dazu waren, wie es eigentlich ihm dabei so ging, was Planungsprobleme waren und so weiter. Es ist wahnsinnig detailliert beschrieben. Es sind unfassbar viele Bilder drinnen. Man kann sich extrem gut ein Bild vom Himalaya machen und hat eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die 8000er eigentlich so aussehen und wie sie funktionieren. Alle 14.800er überlebt das Buch von Reinhold Messner, womit er meiner Meinung nach einen großen Meilenstein auch in seiner Karriere als Autor gesetzt hat. Natürlich ist dieses Buch hier wahnsinnig strittig, Meine Berge von Louis Trenka. Es ist absolut zu Recht sehr, sehr strittig und sehr umstritten und man kann sehr viel darüber diskutieren, ob man Louis Trenka heute noch veröffentlichen sollte, ob man Louis Trenka heute überhaupt noch so veröffentlichen würde. Ich bin froh, dass ich es habe, ich bin froh, dass ich es gelesen habe, auch wenn man mit der Person Louis Trenka nichts anfangen kann. Die Dinge, die er geschrieben hat, sind teilweise sehr richtig. Sie holen einen sehr auf den ursprünglichen Wert des Alpinismus zurück, auf das Bergsteigen. Sie besinnen sich sehr auf das Ursprüngliche. Louis Trenka beschreibt in Meine Berge im Prinzip, wie das Bergsteigen per se funktioniert, geht eine sehr philosophische Ansicht dahinter auch an, setzt die Regeln des Bergsteigens auf, die bis heute gelten. Und insofern ist es definitiv ein großer Meilenstein in der literarischen Alpinismusgeschichte, auch wenn es mittlerweile sehr vergriffen ist. Es gibt es natürlich nicht mehr neu zu kaufen. Insofern schaut, ob ihr irgendwo noch ein Exemplar kriegen könnt, wenn euch sowas interessiert. Wie gesagt, die Person Louis Trenka, man muss absolut nicht einverstanden sein mit ihr, aber gleichzeitig, das Buch ist relativ gut, auch wenn es nicht sehr leicht zu lesen ist. Es hat eben natürlich auch die entsprechende Schrift. Insofern kann ich aber trotzdem empfehlen, zahlt nicht mehr als 60, 70 Euro dafür. Es ist es nicht unbedingt wert, außer ihr seid ein großer Fan von alten Büchern, was den Alpinismus betrifft. Dann kann ich es grundsätzlich schon empfehlen, aber richtig gut, im richtig guten Zustand, zahlt man dafür auch gerne schon mal 200, 250 Euro. Und wenn wir uns jetzt noch kurz mit dem Thema Bildung beschäftigen wollen, dann habe ich auch die ein oder andere Perle, die sehr hilfreich ist, wenn man sich weiterbilden möchte, vor allem in spezifischen Bereichen und nicht so ganz allgemein gehalten. Wenn wir über das Thema Bildung und Weiterbildung sprechen, dann kommen wir im deutschsprachigen Raum nicht um den DAV drumherum. Der Lehrplan, der Alpin-Lehrplan, ist pauschal betrachtet eines der besten Buchreihen. Sie sind immens teuer. Sie sind aber ein wahnsinnig gutes Nachschlagewerk für alle Leute, die sich vielleicht mit dem Bergführertum beschäftigen wollen, die vielleicht Bergführer werden wollen, die vielleicht auch einfach nur ihren Horizont erweitern wollen, die Kurse gemacht haben vor 30 Jahren und nicht mehr wissen, wie ging das eigentlich. Hier stehen immer die neuesten Lehrmeinungen drinnen. Das Ganze wird ohne unnötiges Blabla aufbereitet. Man kann sich sehr schnell auch informieren. Es ist nicht ganzheitlich, das hat aber, glaube ich, auch nicht den Anspruch. Es beschreibt im Prinzip den Lehrplan der einzelnen Disziplinen. Wir haben hier einmal das Klettern, wir haben einmal das Skibergsteigen als eigenes Buch. Wir haben auch einmal das Hochtouren- und Eisklettern-Buch und dann gibt es auch nochmal das Buch für Wetter- und Kartenkunde und Orientierung. Das ist der DAV-Lehrplan. Es gibt auch, glaube ich, noch ein weiteres Buch, aber das sind so die drei wichtigsten Werke, die man für den technischen Alpinismus wirklich gut brauchen kann. Sie sind auch wirklich gut gemacht, das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Insofern auch eine Kaufempfehlung für Leute, die definitiv technischer bergsteigen wollen. Es gibt 1 Milliarde Bücher zum Thema Lawinen und die meisten davon sind eigentlich nur dafür gemacht worden, dass man nochmal ein bisschen Geld aus der Masse der Skibergsteiger und Skitourengeher rauskitzeln kann. Es ist wirklich eines der besten Bücher. Es haben Leute geschrieben, die unfassbar viel Ahnung von dem Thema haben. Und man sieht es auch in Bildern, es ist unglaublich gut illustriert, es ist unglaublich gut beschrieben, die einzelnen Situationen, Szenarien sind sehr gut beschrieben. Man lernt sehr viel über die Praxis, es ist ein praxisnahes Buch. Man sieht beispielsweise an dem ein oder anderen Bild auch sehr gut, wie könnte das in der Realität dann bei mir aussehen, habe ich sowas schon mal gesehen, wie kann ich das dann bewerten und so weiter. Es ist wirklich, wirklich stark. Und dann noch etwas für die Kletterer unter euch.
Hier haben wir das Peak Performance Buch. Das ist jetzt hier die 8. Auflage. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch die 9. Auflage. Das ist ein kletterspezifisches Trainingsbuch. Es ist meiner Meinung nach das Beste, was es am Markt gibt. Ich habe sehr viele und das ist mit Abstand das Beste, zumindest wenn ihr im höheren Grade klettert. Natürlich ist auch für Einsteiger etwas drin, aber es ist extrem gut beschrieben. Einzelne Trainingspläne sind drin. Dieses Buch hat mehr Eselsohren von mir, also quasi hat jede Seite ein Eselsohr. Das macht den Sinn von Eselsohren sehr obsolet, aber ist egal. Jedenfalls, es zeigt, dass es wirklich, wirklich gut ist und dass es wirklich kompakt, aber auch beschreibt, was man zu tun hat, was die Effekte sind, was die Resultate sind. Ich würde es nicht für Leute empfehlen, die unter dem Schwierigkeitsgrad Französisch 7a klettern, weil es macht dann halt einfach nicht so viel Sinn. Also es geht hier wirklich um sehr spezifisches Griffbretttraining, sehr spezifisches Campusboardtraining. Das sind Dinge, die unter dem Schwierigkeitsgrad 7a vielleicht gar nicht so extrem wichtig sind. Es geht weniger um Technik, sondern wenn man sich das Buch kauft, dann muss die Technik eigentlich schon perfekt sitzen. Es geht hier nur noch um Kraftausdauer und letztlich ein etwas schnelleres Verbessern im Klettern. Wer gerade fürs Hallenklettern trainieren möchte, wer vielleicht an Hobbywettkämpfen teilnehmen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall Peak Performance. Und natürlich sind das alles nur einzelne Werke. Man kann nicht alle erwähnen, man kann nicht über alle reden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, kennst du das Buch XY? Ich kenne sehr, sehr viele Bildungswerke vor allen Dingen. Wenn ihr da Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Das ist sowieso selbstverständlich, dann kann ich euch auch meine Meinung dazu sagen. Es gibt vom SAC auch noch sehr viele, also vom Schweizer Alpenclub, sehr viele gute Bücher dazu. Es gibt gerade aus der Schweiz und aus Frankreich sehr viele englischsprachige Bücher, die wirklich gut sind, wenn es um den Bildungsaspekt geht. Insofern schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr etwas Spezifischeres sucht, dann finde ich euch etwas, beziehungsweise ganz viele aus der Community sind so viel schlauer als ich. Insofern, die werden dann dementsprechend wahrscheinlich auch mit euch darüber schreiben können. Wenn euch die heutige Literaturstunde gefallen hat, freut es mich natürlich, wenn ihr das Alpen Academy Projekt unterstützt. Ihr wisst, die Alpen Academy gibt es nur, weil ihr es auch möglich macht. Ein kleiner Kaffee genügt da in der Regel schon aus. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!